Heute zeige ich euch, wie man entweder so einen Kalender einfügt oder so einen Kalender. Der Unterschied zwischen beiden Kalendern ist, ihr könnt hier mehrere Kalender in einem zusammenfügen, während ihr hier mehrere Kalender erstellen müsst und diese dann per Balken oder per Buttons verändern könnt. Ihr seht jetzt hier den Unterschied. Dieser Eintrag wird hier nicht angezeigt, es wäre der 6.3. an 3 Tagen. Deswegen habe ich hier einen separaten Kalender erstellt, wo dann der Eintrag zu finden ist. Aber zunächst fangen wir mal mit dem Kleinen an. Dazu müsst ihr in IO Broker gehen, in den Adaptern und sucht hier herum nach iCall. Dann seht ihr hier unten den iCall Kalender und diesen müsst ihr durch Drücken des Plus hinzufügen. Nach der Installation kommt ihr auf diese Seite. Ihr könnt jetzt hier oben Benutzerfarben für HTML wählen. Das heißt, ihr bekommt hier oben die ersten drei farblich gekennzeichnet und danach sind sie alle weiß oder je nach Farbe dann. Wenn ihr das nicht wollt und diesen rausnehmt, dann sind alle weiß. Ihr könnt aber hier auch die Farbe ändern. Dann haben wir hier noch die Datumsangabe, dass sie mit einer führenden 0 ist und jeder Kalender hat eine eigene Farbe. Wenn ihr hier einen Haken setzt, dann müsst ihr hier diesen Haken rausnehmen. Also beide zusammen funktionieren nicht, entweder oder. Genau, der Rest sollte eigentlich selbsterklärend sein. Dann gehen wir mal zu den Eigenschaften von dem Kalender. Wir klicken auf Kalender. Jetzt habe ich hier schon zwei vorgewählt. Bei mir handelt es sich um Google Kalender. Wie ihr die URL bekommt, zeige ich euch auch gleich. Hier vorne nehmt ihr mal den Namen des Kalenders, wie er für euch heißen soll. Dann tragt ihr hier die URL ein. Die URL bekommt ihr, wenn ihr auf euren Kalender geht. In dem Kalender dann, in dem dementsprechenden Kalender, was ihr wollt. Einstellungen und Freigabe. In den Einstellungen geht ihr dann auf den Kalender, was ihr haben möchtet. Ich nehme jetzt den Schichtkalender. Dann geht ihr auf Kalender integrieren. Und jetzt habt ihr hier vier verschiedene URLs. Wir brauchen auf alle Fälle mal einen iCall-Kalender. Und jetzt könnt ihr hier diesen auswählen oder diesen. Jedoch ist der Unterschied, wenn ihr diesen auswählt, müsst ihr auf die Zugriffsberechtigung gehen und diesen Kalender öffentlich machen. Wenn ihr das nicht wollt, dann nehmt ihr einfach diesen Kalender. Kopiert euch die URL, fügt sie hier ein, gebt euch einen Anmeldenamen und das Passwort von eurem Gmail-Konto ein. Dann könnt ihr hier noch eine Farbe wählen und danach klickt ihr auf Speichern und Schließen. Wenn ihr noch einen zweiten dazu fügen wollt, wie jetzt hier, dann klickt ihr einfach auf das Plus und wiederholt den Vorgang mit dem anderen Kalender. Wenn wir das dann haben, müsst ihr in Vis einen String wählen, diesen rausziehen. Ihr ändert dann einfach nur noch die Größe ab. Danach geht ihr in die Objekte, geht jetzt auf iCall, auf Data und jetzt habt ihr hier die HTML-Datei. Diese wählt ihr aus, bestätigt es und ihr habt hier, wie ihr seht, 1 zu 1 den gleichen Kalender. So, dann kann ich diesen wieder löschen. Wenn ihr nun diesen Kalender haben wollt, der was sich hier ändert, zeige ich euch zunächst mal, wie ihr einen erstellt und danach, wie ihr diese ändert. Dazu müsst ihr in Edit zunächst mal einen Frame entziehen. Mit diesem Frame braucht ihr aber auch eine andere URL. Diese URL bekommt ihr dann wieder, wenn ihr auf euren Google-Kalender geht. Dabei müsst ihr allerdings jetzt die Zugriffsberechtigung freigeben, also hier diesen Haken setzen. Danach geht ihr wieder auf Kalender integrieren. Nehmt diese URL, kopiert sie euch, geht in Edit, fügt diese in der Quelle ein und ihr seht, hier unten wird er gleich angezeigt. Diesen könnt ihr dann ziehen, wie ihr wollt. Klickt jetzt mal auf Play zur Visualisierung, dann seht ihr, was ihr eigentlich noch machen könnt. Ihr könnt hier die Monate wechseln. Hier unten könnt ihr ein Datum aussuchen, könnt ändern auf Wochenansicht, Terminübersicht, was ihr wollt.
Klicken wir bei mir, dann seht ihr es besser. Hier die ganzen Termine bei der Woche. Genau, das könnt ihr alles mit einem machen. Wenn ihr aber jetzt drei habt, dann könnt ihr es natürlich bei den anderen auch machen. Wenn euch das jetzt wie bei dem einen schon reicht, dann danke ich euch schon mal. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann bleibt dran. Ich gehe dazu und mache diesen Kalender jetzt mal ein bisschen kleiner zur Veranschaulichung für euch. Jetzt nehme ich diesen Kalender, kopiere ihn mir einfach nur einmal, gehe wieder in Google, nehme jetzt den nächsten Kalender, wieder Zugriffsberechtigung zuerst, danach Kalender integrieren, diese URL nehmen und hier oben einfügen. So, jetzt haben wir schon mal zwei Kalender. Und dann nehme ich noch den dritten Kalender. Dieser Kalender wurde jetzt zum Beispiel freigegeben für mich. Ich kann den aber trotzdem integrieren mit diesem Code. Ihr müsst dabei nur aufpassen, denn er wurde ja bereits schon freigegeben. Also solltet ihr es nicht verwenden bei anderen, die was das nicht sehen sollen. Also nicht öffentlich machen, bitte. Genau. Jetzt haben wir mal alle drei Kalender schon mal hier. Jetzt müsst ihr aber zunächst mal in iOworker noch etwas erstellen. Und zwar geht es hier darum, ihr müsst in die Objekte. Ich habe jetzt in die User Data einmal einen Ordner erstellt mit Kalender. Und bei diesem Kalender habe ich jetzt eingefügt einmal die Nummer. Die ist wichtig. Bei mir geht es jetzt von 1 bis 5. Würde 3 auch reichen im Moment. Dann habe ich hier nochmal separat Namen vergeben, also einmal der Name hier oben und einmal der Standardwert eingetragen. Das alles ist vom Typ her eine Zeichenkette. Ich habe für jeden Kalender einmal die Namen erstellt. Wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr wieder zurück in den Editor gehen und ihr müsst euch einen Scrollbalken holen. Scrollbalken, ich nehme jetzt einfach mal den erstbesten. Dass ihr es seht, es geht wirklich so. Diesen Scrollbalken weisen wir dann die Nummer zu. Das wäre wieder Kalender und die Nummer. Und zur Veranschaulichung ziehe ich euch nochmal eine Nummer rein, dass ihr seht, diese ändert sich wirklich. Wähle ich wieder die Nummer aus. Okay. Jetzt haben wir hier einmal den Kalender Schicht, dann gehe ich auf Sichtbarkeit, sage hier oben, wenn die Objekt-ID vom Kalender und die Nummer ist gleich 1, dann soll er angezeigt werden. Bei dem nächsten Kalender gehe ich wieder auf Sichtbarkeit, nehme wieder hier oben die Nummer. Wenn das nicht geht, einmal kurz aktualisieren. Dann funktioniert es wieder. Weiß nicht, woran das liegt, aber es passiert dann wieder. Nein, falsch. Die Nummer brauche ich. Und ich nehme hier unten den Wert, ändere ich auf 2. Beim dritten mache ich das gleiche. Wenn die Nummer dann 3 ist, dann ändert er sich auf 3. Okay, dann sehen wir uns das mal an. Ich habe jetzt einen Scrollbalken, es wird nur der eine angezeigt und wie ihr seht, ist hier 1. Ich gehe rüber. Okay, noch einen Fehler gemacht. Ihr müsst hier bei den Scrollbalken maximal in dem Fall 3 eingeben und der Schritt ist immer ein ganzes. Ich gehe wieder rüber. Ich ändere ihn. Jetzt seht ihr hier bei 1 den ersten Kalender, bei 2 den nächsten Kalender und bei 3 den dritten Kalender. Okay, jetzt wollte ich nur nicht, dass wir hier oben die E-Mail immer sehen. Deswegen habe ich diese drei übereinander gelegt. Ganz einfach mit der Ausrichtung. Ich mache das mal schnell.
dann alle drei gleich groß gemacht. Dann habe ich mir nur noch einen Border geholt. Bei dem Border nehme ich zunächst mal die Farbe Weiß. Der Hintergrund soll auch weiß sein. Titel brauchen wir keinen. Dann geben wir noch die Größe an. Ich entferne jetzt mal die drei, damit ihr es besser seht. Dann könnt ihr natürlich diese auch noch drüber setzen. Hier nehme ich die Schrift auch mal noch in Weiß. Und jetzt haben wir hier oben dann natürlich noch die Namen auswählen. Dazu klicken wir einfach den String, ziehen uns ihn rein, wählen hier dementsprechend im Kalender dann die Namen und gehe auf Sichtbarkeit, wähle hier die Nummer wieder. Wenn 1, dann soll er diesen Namen anzeigen. Gehe jetzt noch wichtig mit Z-Index drüber. Dieser Z-Index sollte auch noch drüber sein. So, die Kalender gehe ich auf Z-Index 1. Dann sind wir safe. Dann kopiere ich jetzt einfach nur noch die Namen für euch. Und hier unten ändere ich das jetzt auf den nächsten und ich muss hier oben wieder die 2 eingeben. Ich sollte das vielleicht noch ein bisschen ziehen. So, Nummer 3. Gucken wir mal. Und ich wähle hier die 3. Speichern wir das. Sehen uns jetzt an. Und ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Ah, okay. Das ist bei dem hier. Hat der mir die Nummer nicht übernommen. Erst ich aktualisiere mal. Dann sehen wir uns nochmal an. Ziehen wir hier 1, 2 und 3. Können diese natürlich jetzt noch schön säuberlich, wie bereits gelernt, übereinander legen. Den Text können wir natürlich auch noch zentrieren. Und dann sieht das Ganze so aus.